Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac mit mir, Eddie Winkemann. Beim letzten Mal haben wir mit Kane einen... Naja, es war nicht so gut wie erwartet, aber wir haben einen Run geschafft mit Kane. Und davor mit Maggie. Schön, oder? Da komm, machen wir mal Eve. Oder? Lazarus, Eden... Eden? Lazarus? Lazarus? Oh, mal Lazarus. Keine Ahnung, was der kann, was an dem besonders ist. Basement. Der hat ein extra Leben. Cool. Und eine Pille. 48 Hours Energy. Okay. Und da haben wir hier 400 HP up, speed down, you feel stompy. Bin ich jetzt langsamer? Scheint so, ne? Okay. Dann ein etwas langsamerer Run anscheinend. So. Lazarus. Der hat anscheinend ein weiteres Leben und mehr weiß ich nicht über diesen netten Burschen. Okay. Na komm. Ich bin hier, komm her. So. Ups, sorry. Jetzt habe ich versehentlich auf die Mute-Button gedrückt. Also vom Sound her mute. Boah, wir brauchen unbedingt ein Speed-Upgrade. Ach. So. Die schulde ich noch mit. Aha. Dann shit. Schauen wir mal. Wow. Ich kann durch Steine gehen. Das ist interessant und gefährlich, da es diese Bombensteine gibt. Aber irgendwie auch cool. Verdammt. Na, nicht gegen den hier Gegner. Oh shit. Das ist ja im Prinzip mein Schutzwall gegen diesen kleinen Sack. Oh, shoot. Das läuft nicht so wie geplant, du. Na, da komm. Ja, dann mache ich Sven dann ganz frei. Obwohl. Zum Nachhinein. Ah, Gott. Lazarus scheint an sich aber auch so schon nicht schnell zu sein. Das wird wohl das mit dem Feeling Stompy sein, denke ich. Gehe ich mal davon aus. Okay. Und dann holen wir uns jetzt hier Gemini. Den kaufen wir uns. Und zack. Perfekt. Mom's Coin Purse. Hoffentlich ein Speed Up. Pretty Fly. Huh. I found pills. Pheromones. Und Lockdown. Okay. Das macht Freude. Auf die Zukunft, da ich jetzt keine Pilze mehr holen will. Basement 2. Oh, shit. Ah, shit. Zum Glück ist der... Ah, mein Bruder.
Ah, da komm. Ja, du kannst mir nichts. Ah, kannst schon, aber... Yes! Oh nein! Und weg. Gut. Oh! Okay. Da! Ist das dein Ernst? Das war fies. Okay. Noch so ein großer Raum. Ja. So. Komm her. Hier hin. Toll. Jetzt können wir aber durch blaue Steine, da müssen wir keine Bomben für benutzen. Das finde ich ganz nett. Können wir uns alle für Mom's Heart vielleicht aufheben? Ich weiß es nicht. Ah. Okay. Das ist jetzt tricky, weil ich immer nicht weiß, was das macht. Libra. You feel balanced. Jetzt hat mich das, glaube ich, sogar in die Scheiße geritten, oder? Ich hab keine Ahnung. Oh, ich habe eine Bombe gesetzt. Ups. Oh, apropos Bomben. Hat schon erledigt. Jo, fliegen, da ist es eh egal, da kann ich auch alle Steine wegräumen. Ja, das Problem ist nun, es scheint in meinen Augen, dass wir schwächer geworden sind. Weil ich habe immer noch keine Ahnung, was das macht. Wieso sind da Zeichen an der Wand? Heißt das, dass ich da bomben soll? Wow. Düster. Egal. Oh, was ein Kackraum. Oh Gott. Die Witze werden so schnell nicht aufhören. Weil diesmal sind sogar beide Bedeutungen in irgendeiner Weise richtig. Räume sind doof. So richtig. Hey, na. Das mit dem Steine kaputt gehen, das finde ich eigentlich richtig neat. Aber so richtig. Hier, Palm. So schnell geht das. Und dann haben wir direkt mal wieder... Yes. Ich habe 11 Bomben. Ich versuch's einfach mal. Wie gesagt, 11 Bomben, da geht viel. Oh. 48 Hour Energy. Are you a wizard? Ach so, ja. Amnesia. Ah, zum Glück weiß ich, wo es hingeht. Soll ich in den Shop? Das frage ich mich jetzt gerade. Nee, ich habe ja keine 15. An sich gerne. Aber ich habe keine 15 Münzen. Und ich bin ein Wizard. Ich hoffe, das geht noch gleich weg. Monstro, yeah. Ja. Okay, es ist weggegangen. Das ist ganz gut. Dann kann ich mich nämlich schön um alles kümmern. Schön um alles kümmern. Oh. Apropos. Monstro, ich kümmere mich um dich. Wirklich.
So. So. Aber jetzt haben wir schon viele Pillen aufgenommen. Jetzt wissen wir wenigstens schon mal, was in den meisten drin ist. Über ein Speed-Up würde ich mich immer noch freuen. Und was Libra macht, würde ich auch noch gern wissen. Verdammt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Downgrade war oder ein Upgrade. Das ist komisch. Das ist so komisch. Okay. Huch. Huch. Ja, jetzt haben wir in einem Floor haben wir ja jetzt minimalen Damage gezogen. Wegen diesen Bombentypen, die sich dann an uns reiben wollten. Und das bedeutet kein Samson für uns anscheinend, weil wir waren ja im ersten Floor, glaube ich, ganz ohne Berührung. Das finde ich doch ein bisschen schade. Monstro mit bisschen Konzentration kriegt man den auf jeden Fall ohne Hit hin. Ich will aber keine meiner Bomben verschwenden, weil dann kann ich wenigstens nach dem Secret Room suchen. Das ist schön. So, dann haben wir hier, okay. Yep, Magic 8 Ball, Shot Speed Up, das ist schon mal ein Anfang. The Emperor. Keine Ahnung. Health Down. Speed Down. Ich hab keine Ahnung. Das scheint mir nämlich irgendwie nicht so, dass ich wirklich Speed Down hatte. Die zwei Items auf die pfeife ich. Okay, wir bekommen jetzt wieder ein Herz dazu, also ist es in Ordnung. Denke ich. Wir haben eigentlich nichts davon rausgezogen, also ist doch ein bisschen schade. Oh, Gemini 2. Das ist doch nicht dein Ernst. Okay. Okay, also zweimal Gemini. Oh, shit. Aber hier von wegen Schlüssel und Bombenanzahl ist ganz gut. Gut eigentlich. Weil wir haben 7 Schlüssel, 9 Bomben. Das ist eigentlich Bombe. So. Passt. Ich feuer einfach immer in die Menge, dann kommt schon was. Jo. Yes! Ha. Yeah! Aber Mann, die sind anstrengend. Aber wir wurden nicht getroffen, das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Ah, je. Aber es ist nervenaufreibend. Oh Gott, nein. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, was passiert, wenn eigentlich einer weg ist. Shoot. Genau. Das war tatsächlich mein Ziel. Okay. Okay. Damit ich nämlich irgendwie
zwei verschiedene Patterns auszuweichen, ist nämlich um einiges schwieriger als ein gemeinsames, obwohl das hier schon so nicht leicht ist, aber es war Gemini an sich ja schon nicht. Passt, denke ich. So, da komm, Bubble, da komm. Oh. Da, komm. Ah. Oh je. Oh. Schön. Dann haben wir hier. Oh, Tornthodo. Und einen Deal with the Devil Room. Tempting. Ich hol's. Horror of Babylon. Wenn es uns mies geht, dann kriegen wir es trotzdem hin. Ah, komm schon. So, jetzt will ich trotzdem noch den Item Room finden. Da unten ist der Shop mit ein paar Münzen mehr. Wäre der richtig gut. Wir haben ein Tiers Upgrade. Schwer zu sagen, wie sich das auswirkt, weil, naja. Wir haben immer noch Libra drin. Man sieht es zwar nicht, doch an unserem Körper sieht man's. Ah. Da komm. Yes. Okay, 15 Münzen. Oh, Poop. Oh, Golden Poop. Problem, kann nicht fliegen. Schade. Huch. Converter. Convert your soul. Bitte? Ich habe gerade keine Ahnung, was das war. Nicht die geringste. Nicht gut. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja. Oh. Ich will es auch nicht mehr. Ich habe dafür jetzt zwar 15 Cent ausgegeben, aber... Cursed Eye? Okay. Oh mein Gott. Oh. Oh shit. Also nach dem Motto, wenn du triffst, dann ist deftig. Ja. Yep. Oh mein Gott! Meine ganzen Items sind verändert. Ist das jetzt ein D6 Room? Was ist passiert? Ist das Skatole?